zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Schwarzingen 2.0, unserem RP-Projekt. Ich muss eigentlich heute unbedingt den Auftrag hier abschließen, beziehungsweise schon mal umziehen nach unten zum Hans-Peter, sonst wird er mir, glaube ich, den Auftrag kündigen. Wenn der noch länger warten muss. So, der Harry hat mir letztes Mal hier die Bäume noch abgesägt. Der ist gerade auf dem Weg und holt einen anderen Traktor. Der hat noch einen Fendt, hat er gemeint. Und dann wird er hier denke ich erstmal den Anhänger abfahren. Insgesamt habe ich mit ihm vereinbart, kriegt er 5000 für die ganze Hilfe hier. Das müsste eigentlich eben gut reinlaufen. Weil der hat ja auch noch nicht so viel verdient, glaube ich. Ey, nee, nicht. Es geht mir ein bisschen auf den Geist hier. Heute ist irgendwie der Wurm drin, was so die Steuerung im Frontlader angeht. So. So, 4 Bäume hier noch und dann sieht's gut aus. Ich weiß nicht, der Frontlader ist halt irgendwie komisch geworden. Ach Mensch. Und damit komme ich halt auch nicht so schnell voran im RP jetzt gerade, weil das hält mich alles ein bisschen auf. Vielleicht gibt es eine neue Technik. Da muss ich gerade mal den Hans-Peter anrufen. Hallo? Hallo, Hans-Peter? Ja. Du, ich habe da mal eine Frage. Ja. Du bist doch Händler und du kennst dich doch mit allen Techniken der Welt aus, oder? Ja. Ich habe da so eine Idee. Aber ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht da was gehört habe. In China. Da sind die doch in China. Kennst du doch, oder? China? China, ja. Da sind die doch so verrückt mit Technik. Ja, das ist richtig. Hast du da vielleicht irgendwas aus China im Angebot, was Baumstämme automatisch erkennt? Ja. Ja, weißt du, also so ein Anhänger meine ich. Ja. Gibt's da was? Ja. Ich meine, da habe ich mal was von gesehen. Ist das ein China-Import? Also ich meine, funktioniert es? Ja, sollte funktionieren. Sonst hätte ich das nicht in meiner Sammlung, sag ich mal. Okay. Oder Harry fährt gerade wieder vor. Okay.
Ja, da gibt es ein Exemplar. Was kostet denn das? Kostet 26.000. Okay. Und der kann, der erkennt, wo ein Baumstamm liegt und lädt es selbstständig auf, oder wie? Genau. Genau, sowas habe ich mir... Ganz verrückte Technik. Sowas habe ich mir vorgestellt. Aber ich war mir nicht sicher, ob sowas schon gibt. Aber aus China kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Weißt du, weil ich denke mir, vielleicht könnte ich dadurch auch meine Preise ein bisschen senken und wirtschaftlicher werden für die anderen. Wenn ich dann nicht mehr so lange brauche. Ja. Okay. Natürlich Vorteil. Ja. Okay. Ich werde mir die Tage mal den bei dir angucken. Vielleicht hast du da ja einen Vorführer. Ich guck mal, was ich davon kriege. Ja, dass ich mir da das mal angucken kann, wie die Technik funktioniert. Weil ich möchte es natürlich erst testen, bevor ich das kaufe. Aber Interesse habe ich auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut, dann bis die Tage erstmal, gell? Ja. Kannst du mir ja Bescheid geben, wenn du so einen auf dem Hof hast. Ja. Okay. Gut, danke erstmal. Wie lange brauchen Sie jetzt noch? Zwei Bäume. Zwei. Zwei. Ja, gut. Bis gleich dann. Jo, ciao. Harry, geh weg. Harry, du kannst doch nicht hier einfach rumspringen, wenn ich hier gerade die Bäume säge. Na, er fällt dir ein Arm. Harry. So, schon ein bisschen aufpassen. So, die zwei müssen noch drauf, dann kannst du runterdüsen. Aber pass auf in den S-Kurven, gell? Ja. Wenn ich dreh's mal, dass das Gleiche passiert. Das wäre schade. Gut. Jo. Hast du eigentlich auch so einen Holztrailer im, in deinem, an deinem Hof? Nee, noch nicht. Vielleicht werde ich mir einen zulegen. Okay, ich habe gerade mit dem Harry, mit dem Hans-Peter telefoniert. Ja. Weißt du, dem Händler. Ja. Der hat mir gesagt, weil ich habe gerade überlegt, ob vielleicht die Chinesen irgendwie so ein, so irgendwas Automatisches haben. Ah, ja. Und er hat mir gesagt, da gibt's was. Der kann automatisch die Baumstämme erkennen und die aufladen. Das bekommt man bei uns hier. Wie bitte? Kommt man das bei uns hier? Hier bin ich gerade am überlegen, ob wir den importieren können für alle. Das wäre denke ich, ganz geschickt. Dann könnte ich das Bahnen mir kaufen, ja. Ja, ich bin gerade dran, habe Hans-Peter gefragt, ob er da mal einen zum Vorführer hat. Nein. Weil dann könnte ich auch die Preise ein bisschen günstiger machen. Der Jürgen kommt jetzt mit meinem Haus. Ich würde ganz schnell ihm zeigen, wo er das Haus verlauft. Jo, mach das. Ich komme aber wirklich diesmal gleich wieder. Das wäre nett. Ciao. Ja, ciao. Ja, das machen könnten wir. Bin mal gespannt, wann der Hans-Peter so einen vor Ort hat. So. So ein Anhänger wäre schon geschickt. Vielleicht schreibt das auch in den Stadtanzeige. Ey, was heute Bäume runterfallen, das gibt's nicht.
so. Gut. Das ist der letzte, ey. Zum Glück ist der Scheiß ver... So. Muss ich ja die Ding noch entfernen. Die Baumstümpfe. Den Rest muss der Harry selber sichern. Muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. So. So, irgendwo hatte ich mal meine Stubenfresse stehen. Ah, hier. Ist die Lenkung halt komisch? Ich weiß nicht. Was ist denn da los? Wenn ich das fertig habe, dann muss ich unbedingt zu meinem Später runter. Was ist denn da los? Ich glaube, ich hänge den festen Job am Nagel, ey. Ich weiß nicht, was die Stadt dann von mir wieder will, weil er so viel Subventionierung gekriegt hat. Hallo. Servus, Sepp. Opa. Harry. Sorry. Bin so in Gedanken, hey. Ich muss schon sagen, es macht mir gerade gar keinen Spaß mehr hier. Es macht mir schon gar keinen Spaß mehr hier. Das ist viel zu viel. Ich weiß auch nicht. Was anderes machen? Ja, ich bin schon am Überlegen. Weißt du, das ist alles so. Findest du auch
könntest du auch mal bei mir vorbeikommen. Wie meinst du, wegen deinem Auftrag? Ja, da könntest du mal bei mir, Ja. Marie? Ja. Ich hab nichts gehört. Was hast du gesagt? Könntest du auch bei mir mal mähen oder so? Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich gern was anderes machen. Aber im Moment sieht's schlecht aus. Ich muss auf jeden Fall beim Hans-Peter jetzt gleich vorbei. Ja. Mach nur kurz die Baumstümpfe weg und dann muss ich los. Jo. Wenn du runterfährst, du kriegst das Geld bar ausgezahlt, gell? Dann musst du es an den Jürgen weiter überweisen. Okay, Spaß. Denke ich mal. Außer ich krieg's, dann überweise ich's. Ja, ja. Gut, ciao. Ciao. Es ist wirklich gerade so. Irgendwie im Moment habe ich gerade null Bock-Einstellung. Vielleicht arbeite ich gerade die Aufträge noch ab und dann orientiere ich mich neu. Gut, Freunde, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Und haut rein, macht's gut. Ciao.